und Verwandte und Freunde der Verwandten. Wir machen ein lustiges Spielchen, und zwar eine Mischung aus Charade und Malen. Und zwar haben wir 20 Spiele, die wir, und mit wir meine ich Jay, Nils, Gunnar und ich, noch nicht kennen. 20 Spiele, die unser Praktiker Sebastian zusammengetragen hat, die befinden sich hier in diesem Dülfchen. Und wir machen es einfach abwechselnd. Nee, wir machen, egal. Auf jeden Fall, nach irgendeinem Modus wird entweder das Spiel per Charade, also Pantomime, dargestellt, oder es muss gezeichnet werden. Die anderen müssen raten, um welches Spiel es sich handelt. Und wer es zuerst reinruft, der kriegt einen Punkt. Der das darstellt, auch einen Punkt. Ja. Das ist die Motivation, das gut zu machen, ja, eher gering. Malen extra. Ja. Das ist ein guter Einwurf. Der, bei dem es erraten wird, der kriegt auch einen Punkt. Und man hat immer... Ich habe hier eine Stoppuhr. Wie lange hat man denn Zeit? 30 Sekunden? Nein. Das ist zu kurz. Eine Minute. Eine Minute. 90. 90 Sekunden? 90 Sekunden hat man Zeit pro Spiel. So. Ich fange an. Aber wie viele sind da drin? Kommt denn jeder oft genug gleich? Ja, ja. Woher weiß man, ob man zeichnet oder Pantomime macht? Ja, das müssen wir jetzt noch rausfinden. Münze werfen, das ist eine gute Idee. Erste Runde. Das sage ich noch kurz. Aber ich will auch mal. So, wir haben uns jetzt auch entschieden, wie der Modus funktioniert. Und zwar werfen wir eine Münze. Bei Kopf ist Malen, bei Zahl ist Zahlen. Ist Pantomime. Also, los geht's. Erster Begriff, pantomimisch darzustellen, ist das hier. Von Metal Jacket! Pong! Super Mario! Pong! Tetris! Zacka! So, der ist erregt, muss als nächstes hier hin. Was machen? Nee, aber ich will auch mal dran sein. Ja, sonst kannst du keine Punkte machen. Genau, wer merkt's, so machen wir es. Das ist doch überhaupt gut. Der vorne ist, kann nur punkten. Und der errät ja nicht. Ach so. Nee, der errät, kann aber dadurch nach vorne kommen und Punkte machen. Super gutes System. Aber das ist dumm. Nee, das ist super. Dann errate ich jetzt einfach, verraten wir nicht mehr an Nils. Hat gewonnen. Ah, ne, ist ja dumm. Der hat ja keinen Punkt. Du checkst es nicht. So. Ist jetzt keiner Punkt. Ich hab einen Punkt. Dann hat er auf jeden Fall schon einen Punkt. Dann braucht er sich gar nicht zu bemühen. Wieso? Ich hab doch einen Punkt. Er hat noch gar keinen Punkt. Aber er wusste das vorher nicht. Dann brauchst du nicht. Ich will nicht, dass wir das Punkt, deswegen errate ich jetzt nicht. Mach doch einfach. Ja, dann lass es halt. So, Kopf oder Zahl? So, ich dachte, es geht schon los. Das ist Kopf. Brandenburger Tor. Was ist ein Brandenburger Tor? Das Malen dann, oder was? Malen. Das ist jetzt, wie soll man das denn malen? Buchstaben darf ich nicht, ne? Ab wann ist die Uhr los? Und los. Los geht's. Fußball. Mann, wie soll ich das malen? Das ist ein Spiel. Größer. Man sieht gar nichts, das ist ein Typ. Ja, ein Mann. So. Sam Fischer. Kiki Garus. Ein Mann in einem Harry Potter. Elvis. Karl Klammer. Monkey Island. Nein, Aliens. Splinter Cell. Assassin's Creed. Bam! Von hinten wird er abgestochen. Sieht man ja, ich will doch jetzt auch mal dran sein. Ja, er muss auch mal was erraten. Dennis Schiemaske auf. Was, das ist ein Totenkopf oder ein Alien? So. Das ist doch beschissen gemalt, ganz ehrlich. Okay. Ich bin noch nicht fertig gewesen. Was ist denn das für ein Totenkopf? Hier, das, Punkt, das ist doch nicht. Das ist eine Skimaske. Schiebung. Das hat doch niemand eine Skimaske. Mein. Es gibt eine Symbolik. Das ist ein Verbrecher. Soll ich den Typen da jetzt so malen, wie der aufschiebt? Skifahren 2010. Ich bin jetzt 2 Stunden noch nicht fertig. Ja, weil du schlecht bist wahrscheinlich. Du bist der mit 0 Punkten. Okay. Aber ich jetzt eigentlich. So, ich muss auch malen. Nee, du musst dir erstmal die Münze werfen. Hat er. Hab ich schon. Da hab ich nicht aufgepasst. Tja. Los. So, warte, das ist erstmal weg. Geht schon los? Wie viele Punkte habt ihr denn? Ja, nochmal aufschreiben. Okay. Mike Silent! Du warst, glaube ich, ein bisschen schneller, ne? Jay, hier! Shit. So schnell war Monkey Island. Okay. Sehr gut, 2 Punkte für mich. Ich wollte Mario Sunshine sagen. Monkey Island. Ich mach das jetzt extra scheiße. Das ist total gut gemalt. Nur weil Sebastian diese ganzen coolen Spiele nicht kennt. Ich hab so klebrige Hände. Das ist wieder Brandenburger Tor gewesen. Was ist das? Malen, ne? Der Jay muss ja gut malen können. Der muss ja jetzt gut malen. Da bin ich jetzt aber auch. Ja, ne? Zeig es in die Kamera. 3, 2, 1. Mal nur, dass ich das erkennen kann. Los. Da unten vor allem. Er kann nur Strichmännchen. Scheiße, ey. Street Fighter! Richtig. Was jetzt? Street Fighter. Ich spiel nicht mehr mit.
Also knapp davor, ey. Das ist doch ein blödes Konzept, ich darf doch nie mal. Weil ihr so dumm das gar nicht erklären könnt. Und das ist doch nicht Street Fighter. Natürlich ist Street Fighter. So. Auf dem Weg zum dritten Punkt erstmal Münze werfen. Ist das Pantomime gewesen? Nee, du kannst jetzt. Scheiße. So. Wie er schon lacht, das ist ja ein ganz witziges Spiel bestimmt. Sag's los. Los. Modern Warfare. Battlefield, Bad Company. Morgen. Quake. Quake Live. Serious Sam. Hier. Das hier? Nee, es schießt ja mal ganz viel. Messern. Modern Warfare 2. Battlefield. Wie heißt das andere nochmal? Medal of Honor. Medal of Honor. Call of Duty. Ja. Ich hab doch Modern Warfare gesagt. Ja. Call of Duty Modern Warfare. Wir machen keine Serie mehr. Ich hab doch Modern Warfare gesagt. Das ist doch eine Frechheit. Jetzt spiele ich nicht mehr mit. Wenn hier gemogelt wird. Nee. Es ziehen oder es werden? Ich bin völlig egal. Komischerweise. Man soll es vielleicht mal mit da zeichnen. Aber jetzt kommen wieder neue Strichmännchen. Ich fände da noch voll und etwas voll. Ich hab gerade mehr reingebracht. Lass genau mal gewinnen. Ja, wenn ihr nicht zeichnen und Pantomime könnt, ist es ja echt nicht mein Problem. Schnell. Okay, los geht's. Los. Cards. Yeah, Street Fighter. Street Fighter 2, Turbo. Fight Night. Nein. Tekken. Das wird schwierig. Gullideckel? Nein, das vergiss es, vergiss es. Das darf aber nicht fahren, ne? K.O. Portal. Jetzt habe ich mich selbst. Dragon Ball. Halskämpfer. Hä? Du willst die Animation machen. Gurke? Es wird immer schlimmer. Turtles. Habe ich auch schon gesagt. Alter. Skullkopf. Totenkopf. Mach hier einen Mortal Kombat. Mann. Ey, das ist immer die gleichen Ziele. Oh, nicht jedes Mal. Ihr seid. Gott sei Dank müssen wir es rausschneiden. Ach so. Piep! Ein Gunnar, vielleicht, wenn ich mehr konzentrieren würde, wärst du auch erfolgreicher. Schreibt jemand die Punkte auf? Ich hab schon drei. Ich hab vier. So, das ist Pantomime. Hab ich gerade gesehen, ich hab noch einen Zusatzpunkt reingefunden. Echt? Ja. Per Mail oder was? Ich wurde ja beschissen, ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich wurde Aber ich habe ja schon 5 Punkte. Was ist jetzt? Laber nicht. Los! Zinkstraße! Oh, da bin ich wohl dran. Hier, du kannst Zeit stoppen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ab jetzt. Mensch. So. Was, da hast du ja Sachen die vorgenommen, die richtig schwer fanden. Ja, er kennt ja nicht die guten Spiele. Was? Zeit noch? Ja, du guckst erstmal, ob du malen oder. So, und jetzt malen und. International Karate. 10? 10 Punkte. Pantomime. Pantomime. Ja, geht auch. Das geht ja! Oh! Voll einfach, ey. Wir sind nicht so viel. 8 Sekunden und 2. 8 Punkte für uns beide. Endlich. 8 Punkte jetzt. Wie ist denn schon so lange her, dass ich einen Punkt hatte? Ich hab doch 2 Runden. Das ist ein Witz. Für einen neuen. Kennt ihr da? Wie soll man das denn Pantomime? Naja, du kannst ja das Wort sonst. Du kannst das Wort sagen, einfach. Also, ne? Oder was? Ja, zum Beispiel aufmalen. Den Titel könntest du ja aufmalen. Was denn? Wie soll ich das denn pantomimisch darstellen? Das geht ja überhaupt nicht. Rock'n'Roll. Okay, los. Er geht los. Trottel. Heavy Rain. Little Big Planet. Siehste? Die sind schon krass irgendwie. Aber Sebastian kennt doch echt nur so eine offensichtlichen Spiele. Ich sollte doch offensichtliche nehmen. Sag mal, spinnt ihr? Oh, endlich pantomimisch. Bin ich im Zeichnen. Der kann ja auch gar nicht zeichnen. Ey, Mortal Kombat ist mit Abstand das Schlimmste, was ich hier gesehen habe. Okay. Was sollte das überhaupt sein da? Okay, okay, okay. Los!
Angel. Harvest Moon. Red Faction. Kennt ihr noch nicht. Team Fortress. Muss man denn was in die Luft sprengen? Red Dead Redemption. Dick Duck. Grave Digger. Farmville. Klein. Süß. Kleines süßes. Bomberman. Explosion. Hier. Harvest Moon haben wir doch schon. Was? Boom. Miner. Minigold. Miner? Minesweeper. Richtig. Wie doof ich bin. Ach, Sweeper. Müsste man Englisch dafür können. Hab ich einfach mal Glück gehabt. Was, kannst du mir mal erklären, was das hier für eine Mine keine ist? Keine Ahnung, wie willst du eine Mine zeigen? So! Ach so. Dann hätten alle gedacht, das ist Kate. Nein, dann hätten alle gedacht, das ist eine Mine. Und nicht eine Dynamitstange. Ja, das ist das Brandenburger Maltor. Nur weil du es nicht geraten hast, kriegst du doch nicht auf. Nicht nur da, dass ich mich mit Gunnar vorhin abgesprochen habe bei den Bekannten. Hey, bereit? Wer nimmt die Zeit? Ich brauche keine Zeit. Skate. Skate or Skate or Die. Tony Hawk. Skate. Autorennen. Mario Kart. Mario Kart. Ich habe noch nicht mal fertig geworden. Was ist das denn? Ich wollte, es soll ein Schildkrötenpanzer-Auto werden. Was ist das denn gewesen? Ich brauche keine Zeit. Das sieht aus wie der dickste Mensch in seinem Bett. Eindeutig ein Mario Kart. Wenn das nicht Mario Kart ist, was ist Mario Kart dann? Würde ich mal sagen. Gut gemacht, Etienne. Ne, der Gunnar und ich verstehen uns dann einfach. Aber gut gemacht. Auch oh Gott. Mario Kart. Brauchst du Bilder? Das ist schwer. Dann nimm ein anderes lieber. Wenn man nicht mehr. Was ist es? Auch noch pantomimisch. Okay. Und los. Assi. Schlitz. Der? Emo. Vampire. Cut. Zelda. Ist traurig. Sad. Sword. Sad Sword. Ohren. Music. Ja, das sind Emos. Rockstar mit Green Day. Demon's Souls. Hab ich auch gedacht, aber. Ja, hab ich verstanden? Prey. Godslayer. Nein. God of War? Nein. Wie heißt das nochmal? Das mit Jack Black, ne? Nein. Nee. Dante's Inferno. God of War. Gottfried. Hustengott. Zwei? Hat einer eine Truhe eigentlich? Ist ja, egal, mach weiter. 20. Das wird nur super. Sad. I got nothing. 1,30 auch vorbei schon. Ja, Gothic. Könnte man drauf kommen. Ja. Ja, bin ich schon dran, weil ich als Letzter dran war. Nee, wir machen, was haben wir denn für eine Regel jetzt? Wir waren am nächsten dran. Dann muss ich halt nochmal machen. Nee. Ja, doch. Das, dann kann ich auf jeden Fall. Ja, ist doch egal, das ist das Ziel. Für mich nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, das ist eine Regellücke. Dann ist er nochmal dran, aber kriegt keinen Punkt. Die Zeit weglassen. Ja, okay, ich krieg jetzt keinen Punkt dafür. Mein Gott. Natürlich nicht. Ja. Das ist mein Jahresgehalt. Okay, malen. Okay, sag, wenn es losgeht. Oh, los. Pong. Yoshi's Island. Rayman. Dr. Kawashima. Larry. Lass mich Larry. Wet. Kennt der Weg, ja, das haben wir schon verstanden.
Ups. Away. Storm to the rider. Ah. Okay, okay, okay. Hürdenlauf. Hürde. Ziel. Titten Target. Tits Target. Goal. Think. Gedankenziel. Zielgedanken. Wie heißt Blasen. Der noch? Ich stehe gar nichts. Messer. Ja, Legend of Zelda. Secret of Mana. Time Splitters. Dinosaur Slayer. Time Splitters. Nee, Fubok. World of Warcraft. Final Fantasy. Ja. Puh. Mann, Mann, Mann. Gut gespielt. Und der Ede wieder gut gemacht. Hast du echt gut gemacht. Hätte man drauf kommen können. Auch die anderen. Vor allem auch die anderen. Das ist ja schon wieder so was mega einfaches. Na, abwarten. 10 ist was? Phantom. Ah, shit, ich wollte lieber malen. Okay, aber es geht auch. Dragon Ball. Pokémon. Jetzt hab ich's doch gesehen. Genau. Gesehen, echt? Ja. Hast du wirklich gesehen? Ja. Was wenn du es mir ins Gesicht hältst. Was? Dann mach doch die Augen zu, wenn du siehst, dass ich komme. Ja, aber er ist so ja, auf mich genau. Zugelaufen. Solitär. Ich hab jetzt anders gemacht. Was gut war. Weil solitär kommt mir noch nicht. Pardon, ich bin überrascht. So, guck jetzt woanders hin. Ich kann doch nicht anders. Man guckt automatisch hin. Ja. Man will es ja auch irgendwie sehen. Das ist gut bei Verrüsten. Ich hab's aber gesagt, natürlich. Brandenburger Tor. Berlin. Wo ist denn der? Stimmt. Mach ich jetzt eigentlich nur eine Uhr? Ja, los geht's. Oh, los. Indiana Jones. Buzz. Zelda. Legend of Zelda. Mega Man. Baseball. Samurai. Speedball. Showdown. Halo. Was? Das ist Halo? Das ist der Master Chief. Ja, also der ist fertig. Voll gut gemalt, ey. Das ist Cheaten. Das ist der Master Chief. Das ist doch nicht Master Chief. Nee, das ist Master Chief gemalt, natürlich. Das ist ein durch der Master Chief. Also ich das schon. Ist doch Link. Wer ist das? Link? Jetzt kommst du wieder, machst du welche Striche. Du kannst nicht mal Mortal Kombat zeichnen. Ja, jetzt ist Link. Aber jetzt hast du auch Link im Master Chief. Jetzt kannst du auch Mr. Spock sein. Jetzt ist Link im Master Chief. Also wenn das Master Chief ist, ja? Okay. Okay, los geht's. Transformers. Little Big Planet. Das ist Transformers. Duke Nukem. Ey, du kannst ja einfach weitermalen, obwohl ich es erraten habe. Tron. Shadow of the Colossus. World of Warcraft? Ja. Ja, das muss jetzt echt mal erklären, wie der darauf kam. Das ist halt der Typ, der sitzt die ganze Zeit vom Rechner und wird immer abgefuckter. Das ist der Nerd mit dem Pickel, stimmt? Ja, ich werde ihn noch... Und was ist diese Gestalt davor? Das soll ein Computerbildschirm sein, oder was? Ganz genau. Und Nils hat es wunderbar erkannt. Ganz genau. Ey, wenn das World of Warcraft ist, jetzt mal ohne Scheiß, dann... Über meinen Mortal Kombat lachen, oder was? Das ist wirklich ein Witz. Fühl ich schon was? Eben noch gelacht und jetzt... Eben noch geweint und jetzt? Das ist eine 10. Pantomime. Pantomime. Das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer. Haltet euch fest. Schwer, also meinst du, kann es nicht sagen. Guitar Hero. Jo, ich bin wieder dran. Ihr habt ungefähr 2 Sekunden. Alter Schwede, ey. Ich hätte auch wirklich noch nie Pantomime gespielt, Sebastian, oder?
Guitar Hero, ey. SingStar. Oh nein, Zeichen. Wo ist mein Euro? Wo schon der Gegenstand im Namen drin ist. So wie bei Gothic. Das ist schon wie Dolch. Ich werde abfacken. Morgen. Ah ja. Los. Ach so, mal. Wer meint wer? Wer kann das? Tetris. Burg. Stronghold. Nicht Stronghold. Gott, ich kann so. Soldat. Team Fortress. Rampart. North by Northwest. Nee, Mario. Ja. Super Mario. Ja. Ja, was? Super Mario Land, Super Mario Brothers, Super Mario 3, Super Mario 2, Super Mario 1, Super Mario reicht doch. Hä? Super was Mario. Ist das denn? Ja, das ist Mario, Mann. Das ist Mario, das sieht niemals wie eine Kakerlake. Hier ist der Bart, hier ist das Ohr, boah, da springt er. Das ist unser Design. Der hat doch nicht so ein Bart, Junge. Du kannst ja im wahren Leben gar nicht malen. Du kannst 3D machen. Mario World ist doch nicht in 3D. Schon mal. Super Mario Brothers war das. Brothers. Was wollt ihr von mir? Dass du gescheit malst. Warum? Damit wir es erraten können. Der Nils denkt eher an komische Sachen. Der kann, geht ja gar nicht an. Der dreht einfach nur, egal was für ein Bild es ist. Nee, das stimmt nicht. Mal doch jetzt. Kannst du niemals erzählen, dass du daran World of Warcraft erkannt hast? Ja, natürlich, weil ich seinen Gedankengang nachvollzogen habe. Sein Gedankengang ist, der Typ sitzt die ganze Zeit vom Rechner. Den musst du erstmal als Typ und Rechner erkennen. Ja, das sieht man noch, der hat auch eine Maus in der Hand. Was ist denn das sonst? Schwert, was geschwungen ist, oder was? So, ich bin dran. Ach Gott, ich hoffe, ja, ich will ihn zeichnen. Okay, Mann, jetzt geh doch auch woanders mal hin. Okay. Verdammter Sebastian, ich hoffe, du bist bald weg. Geht los. Nicht für Speed. Rennspielserie. Welche kennt Sebastian denn noch? Was war das? Er hat eine Tür aufgemacht. Er hat die Tür gesetzt. Du bist auch ein Honk. Du sitzt im Büro und sagst, ey, bei Need for Speed reicht aber Need for Speed. Und dann nimmst du wirklich Need for Speed. Und mein Sweeper hat er vorher auch schon verraten. Ey, Sebastian, ohne ja, dann hättest du es doch wissen müssen, wenn du es schon mal gehört hast. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass du das Schwede. Sehr gut. Bei Need for Speed reicht aber, wenn ich Need for Speed schreibe. Nicht Need for Speed Carbon, ne? Und dann nimmt er wirklich Need for Speed. Paparazzo! Ja. Ja! Das reicht jetzt, oder? Wenn, ich jetzt nicht sagen, wir versuchen das Paparazzo. Zoom, Paparazzo. Nils und ich hätten auch alleine spielen können, eigentlich. Ja, das also, stimmt. Ja. Hallo, Mime. Oh, los. Red Dead Redemption. Ihr wolltet bekanntes Spiel haben. Oh, der letzte. Guck mal, da steht's. Habe ich eben einfach nur gelesen. Ich wusste, dass ich es nicht gemacht habe. Gerade. Das letzte ist übrigens jetzt. Oh, oh, oh. Ich kann das gleiche Bild auch malen wie eben. Ne? Was gilt das? Nee, pass auf, ich mal. Ey, hast du Münze geworfen? Nee, wir müssen essen. Ah ja. Vielleicht musst du wieder Pantomime machen. Das ist bestimmt nicht so einfach, was? Doch, doch, das Pantomime. Ist auch. Ist Pantomime oder? Ja. 10 ist Pantomime. Pantomime. Mhm. Ja. Okay, mach ich auf jeden Fall mal. StarCraft. Ja. Ich weiß gleich immer nur mit Schlitzaugen. So, wer hat gewonnen? Der Gunnar. Ja. Oder Nils, ich weiß es nicht. Ich glaube beide. Ja, sagen wir einfach, ich habe gewonnen und Gunnar ist Zweiter. So, das war das lustige Spiel, Charade malen, Riesenspaß gemacht, euch hoffentlich auch. Nils und Gunnar haben gewonnen. Ja, Mann! Bis zum nächsten Mal.